So, hier ist wahrscheinlich das Haus, wo wir jetzt hin sollen. Schätze ich einfach mal. Weil da ist ja das Rebellenzeichen drauf. Dunkler Lord! Was ihr auch wollt, hier findet ihr es nicht! Ihr könnt euch nicht vor mir verbergen. Alles klar, unser erster großer Fight gegen einen flüchtigen Jedi. Alles klar, also jetzt die ganze Zeit eigentlich nur Button Smashen, Smashen. Und wohin jetzt mit ihm? Alles klar, da ist gut, da kann ich den schön in ihn reinstechen. Komm, nochmal. Ja, so schön. Der ist eigentlich relativ easy so. So, weil wenn er erst am Boden liegt, dann kann man einfach mal schön auf ihn drauf hoppen und dann. Dann war es das. Nein, 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 du kriegst mich nicht, du Kleiner. Aber ich krieg dich und jetzt stecke ich wieder in dich rein. Ich habe bis jetzt auch kein Stückchen Leben verloren, what the fuck. Oh nein, was ist jetzt, 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 hallo, 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 hallo. Alter, ja, schmeiß ruhig den ganzen. Alter. Ganzen Wing auf mich, ey. Meine Fresse. Hier. Kann ich ihn mit Q irgendwie nehmen? Oh, ne. Q kann ich normalerweise eigentlich dann. Das ist hier, ihn erwürgen. Den Machtgriff machen. Und die Finisher sehen hier in diesem Spiel richtig geil aus. Alles klar, dein ist hingeflogen. Und go, go. Werdet ihr allerdings ja gleich noch sehen. Gott. Warum? Was habe ich dir getan? Ich glaube, er hat mich erwischt. Ja, hat er. Gott, ihm fehlt garantiert nur irgendwie so ein Mini-Pitzel, ja. Aber dennoch. Ja, so, jetzt habe ich ihn. Also jetzt kommt das, was ich meinte. So die Quick-Time-Events. Ey. 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 Irgendwie ist gerade irgendwie der Ton so ein bisschen verzögert, habe ich das Gefühl. Stärkeren in der Nähe. Wo ist euer Meister? Die dunkle Seite benebelt euch. Ihr habt ihn vor Jahren vernichtet. Dann werdet ihr nun sein Schicksal teilen. Ein Sohn. Lauf! Lord Vader! Es werden bald mehr hier sein. Da bin ich noch so kleiner Biebchen. Und jetzt sind wir erwachsen. Als ich dich fand, warst du schwach. Aber nun ist dein Hass zu deiner Stärke geworden. Endlich ist die dunkle Seite dein Verbündeter. Erhebe dich, mein Schüler. Was wünscht dir, mein Meister? Deine Ausbildung endet bald. Es ist Zeit für die erste wahre Prüfung. Eure Spione fanden einen Jedi?
Ja, Meister Ram Kota. Er greift eine wichtige imperiale Werft an. Vernichte ihn und bring mir sein Lichtschwert. Ich breche sofort auf, Meister. Der Imperator darf dich nicht bemerken. Hinterlasse keine Zeugen. Vernichte alle an Bord, die Imperialen und Kotas Leute. Wie ihr wollt, mein Meister. Das heißt, egal wer kommt, wir müssen ihn umnehmen. Toll, das heißt, wir haben auch keine Verbündeten, die uns helfen. Obi-Wan Kenobi? Attentat! Master, ein exzellentes Duell! Proxy, ja, du hast mich überrascht. Das Trainingsprogramm ist doch schon Jahre her. Ich dachte, es wäre längst gelöscht. Ich hoffte, sie mit einem älteren Trainingsmodul zu überraschen, um sie endlich zu vernichten. Wie nett. Tut mir leid, dass ich versagte. Du versuchst es sicher weiter. Tu mir einen Gefallen, locke mich nicht so bald in... Roxy. Ah, ja. Der neue Pilot ist eingetroffen, Master. Zugriff imperiale Aufzeichnung. Captain Juno Eclipse, geboren auf Korulak, wo sie als jüngste Schülerin aller Zeiten der Imperialen Akademie beitrat. Ausgezeichnete Kampfpilotin mit mehr als 100 Kampfmissionen. Befehlshaberin bei der Bombardierung von Kalos. Von Lord Vader zur Leitung der Staffel Schwarz 5 erwählt, später einer streng geheimen Mission zugeteilt. Liegt denn auch ein psychologisches Profil vor? Eigentlich ja. Es ist gesperrt. Oh, Master, ich kann Ihnen sagen, dass diese Frau sich nicht umprogrammieren lässt. Wisst ihr, warum ihr hier seid? Ja, der Befehl war klar. Das Schiff in Gang halten und dorthin fliegen, wo eure Mission hinführt. Wisst ihr, dass Vader den letzten Piloten vernichtet hat? Nein. Doch ich vermute, dass er Lord Vader Anlass dazu gegeben hat. Roxy. Hoffen wir es. Ich bin es leid mit den Neuen. Was habt ihr mit meinem Schiff gemacht? Ich habe es mir erlaubt, die Sensoren der Rogue Shadow zu verbessern. So werdet ihr jedes Schiff im ganzen System ausspionieren können. Ihr seid doch Vaders Spion. Ihr müsst nichts über meine Missionen wissen, außer wo sie stattfinden. Wir müssen jetzt nach Na Shaddaa springen. Bekommt ihr das hin? Na sicher. Okay. Was kommt jetzt? Black Screen. Nee, Ladebalken. Machtpunkte. Okay, wahrscheinlich kriegt man dann quasi sowas auch für XP oder so. Für Levelaufstiege. Wenn er sagt Machtpunkte, wird man ja irgendwas verbessern können, wahrscheinlich. Okay, jetzt kommt ein Tutorial oder was? Ja, jetzt kann ich dich hochheben. Mit den kann ich dich hin und her bewegen. Ah, okay, ich kann den auch hin und her schleudern mit der Maus. Das wusste ich noch nicht. Alles klar, da werde ich, glaube ich, jetzt eher... So, du kommst dahin, so, du kommst dahin und du kommst dahin. Ui. Alles klar, ich kann die auch nutzen, um Feinde damit zu erwischen. Alles klar. Gut, gut, dann kommen wir her. Fly high, my friend. Zack, da habe ich ihn erwischt. Beenden. Das ist jetzt ziemlich eigentlich alles, was wir schon so gekannt haben. Ab nach Na Shaddaa. Das ist der Schiff, auf dem wir 10 Jahre lang waren und ausgebildet wurden. Roxy, gib mir das Ziel. Laut imperialen Aufzeichnungen war Ram Kota ein angesehener General während der Klonkriege. Ihr jagt Jedi. Ich bestrafe Darth Vaders Feinde. Das tut ihr jetzt auch. Fahr fort, Proxy. Meister Kota war ein Militärgenie, doch er hielt die Klonsoldaten nicht für kampfbereit. Er verließ sich auf seine eigene Miliz. Dann waren keine Klone bei ihm, als Order 66 erteilt wurde. Nach der Order 66 verschwand er. Imperialen Berichten zufolge soll er tot sein. Warum taucht er dann auf und greift das Imperium an? Er will gefunden werden. Dann laufen wir in eine Falle.
Wie viele Piloten habt ihr bisher verloren? 7. Hm, ich dachte, wunderbar. Koordinaten für Nascha da eingegeben. Das sind Lichtgeschwindigkeit. 14 Jahre ist aber okay. Start die Kommandozentrale ab und bringt den Holoprojektor zum Laufen. Ja, Sir. Alle Trupps sollen ausschwärmen und die Opposition zu uns treiben. Sprengladung auf den Ebenen 2, 5 und 12, wie geplant. General Kota, er ist hier. Hab ich euch aus dem Versteck gelockt. Das Eindämmungsfeld in Hangar 12 senken und die Männer sollen in Position gehen. Ja, General. Ladesequenzen. Man liebt sie und man hasst sie. Eclipse und Starkiller, ich bringe die Rogue Shadow außer Feuerreichweite, während ihr eure Mission erledigt. Die Scanner sollten eure Bewegungen verfolgen können. Ich halte euch via Comlink auf dem Laufenden, so gut ich kann. Captain Eclipse, Ende. Alles klar. Ciao, ciao, Runo. So, zack. Ja, jetzt können wir auch endlich mal uns ein bisschen schneller bewegen hier. So, das ist jetzt unser Major. Oh Gott. Denjenigen, den wir auf jeden Fall durchgehend spielen werden. Starkiller. Oh, Menno. Ja. Können wir jetzt schon blitzen? Nein, können wir nicht. Aber wir können den wenigstens wegschützen. Können wir auch nicht. Was können wir denn machen, außer diese wegzukicken? Ist der andere dadurch gestorben? Egal. Okay. Und das ist ein Sith-Holocron, ja. Genau. Sith-Holocron. Sehr, sehr nette kleine Gerätschaften. Hey. Scheiße. Ich sterb gleich. What the fuck? Ey, das ist jetzt ja nicht dein Ernst. Vor allem, ich kann Dings spielen hier, Sonic and All-Stars Racing Transform in 1080p, ja. Und das kriege ich jetzt hier nicht gebacken, oder was? Ohne dass es, also, ohne dass es laggt natürlich, ne? Ohne Aufnahme schon, aber wenn ich hier Aufnahme anhab und so, dann laggy. Was ein bisschen sehr scheiße ist. Hallo meine Freunde. So. So, zwei von... Ich muss die doch zerstören. Und wenn ich die Dinger da reinschicke, wieso geht das denn nicht, hä? Da sollst du doch... Alter, jetzt reg mich bitte nicht auf, ja? So, mein Freund. Mein Gott. Angetippt. Ich weiß auch wirklich nicht, was ich will. So, du fliegst jetzt nach Enden. Aha, ich glaube dieser weiße Balken, falls ihr das sehen könnt, unter meiner Lebensanzeige und Gott, zwischen meiner Lebensanzeige und meiner Mana-Balken, mein Machtbalken, das ist glaube ich meine diese Machtpunkte, wovon ja gesprochen wurde. Ich habe einen Machtpunkt erhalten, okay? Und wie nutze ich die jetzt? Hab wahrscheinlich dennoch gesagt. Sauer stirbt. Aber ich finde, das ist voll lustig, das Spiel. Also, die Ragdolls sind geil gemacht. Ich frage mich, was das Spiel für eine Engine nutzt, weil die hier auch hier rumschwören und so. Voll cool. Ja, wieso habe ich jetzt aufgehört? Und hoch damit. Oh
mal, so mini. Der ist ja süß. Kann ich den mitnehmen? Oh, fuck, jetzt habe ich hier was rausgerissen. Entschuldigung, das wollte ich nicht. Deine Mine kannst du behalten. Jetzt ist der nicht durch die Mine gestorben. Egal, jetzt habe ich dich wenigstens so erwischt. Go, 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 go. Wie kann er mich da oben erwischen? Na, weißt du was? Ja. Dam, 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 dam. Ich kann das so aufspringen. Okay, ich habe keine Magie mehr. Okay, ich kann noch nicht wie Vader meine Macht so transformieren, also dass ich so einen richtig mächtigen Aufladeschlag machen kann. Das ist echt schade. Ich mochte den eigentlich recht gerne. Ey, was ist denn für ein Mini-Stab? Damit will ich gegen Jedi antreten. Beziehungsweise ich bin ja noch ein Sith. Ich bin jetzt ja gerade ein Sith-Schüler, also ich bin ein fuck, wie heißen die nochmal? Holokryt. Nee. Fuck, wie heißen die? Egal, ich weiß es nicht mehr. Eclipse am Starkiller. Ich habe eine Nachricht vom Flugturm abgefangen. Das Imperium hat eine TIE Fighter Staffel in euren Sektor beordert. Haltet die. Warum heißen TIE Fighter eigentlich TIE Fighter? Hey, hi! What? Why do they call them TIE Fighter? No idea! Oh, das muss ich hier unbedingt mal einfügen, denn. Das war knapp. Das war echt knappes. Wieso implodiert hier auf einmal alles? Aber kann mir das mal wirklich einer verraten, warum... Okay, das Spiel sieht grafisch recht geil aus, das gebe ich nicht zu. Aber, naja, dass das Spiel so viel zieht... Das hätte ich jetzt eher nicht so gedacht, aber naja. Willst du fliegen? Langer Fallbonus. Nice. Kann ich jetzt noch nicht durch. Oh. Auf dem Baumlebe ist ein Lift eingezeichnet, mit dem ihr zu den oberen Ebenen gelangt. Doppelabschuss. Wir werden jetzt gleich den Strich da oben voll. Mal schauen, was dann passiert. So, der schon mal tot. Komm schon, braucht da nicht mehr viel. Ich raste gleich aus. Aber so das Starkleid, das sieht schon eigentlich nicht wenig Gott schlecht aus, ne? Ich kann kotzen. Ich muss das auf jeden Fall nochmal üben. Ah, ja, es gibt sowas wie einen Stufeaufstieg. Alles klar. Meine Verbesserung habe ich jetzt erhalten. Wo muss ich jetzt hin? Okay. Ja, die Punkte. Jetzt drücke ich Escape. Ah, okay, jetzt komme ich in das Machtmenü. Lichtschwert, was gibt's hier jetzt? Ah, hier kann man sich. Hier kann man Kristalle freischalten. Nice. Hier, was gibt's hier? Okay. Und es gibt Farbkristalle und Energiekristalle. Okay, nett zu wissen. Das wusste ich vorher auch noch nicht. Hm. So, dann gehen wir mal auf Machtpunkte, also Machtupgrades. Und schauen wir, was wir da kriegen können. Jo, wir haben jeweils 3 Punkte gekriegt. Und die können wir jetzt hier verteilen. Wir können einmal in Machtschub einsetzen. Das anders können wir, glaube ich, noch gerade noch nicht machen. Haben wir 2 Punkte. Wir können unsere Stärke erhöhen. Machen wir ein bisschen mehr Schaden. Das ist schon mal gut für den ersten Kampf. Ein Punkt.